Ja, der Dezember hat sich mit dem Tarot beschäftigt. Unter anderem wurde auch das Crawley-Tarot vorgestellt. Allgemeine Sachen zu dem Crawley-Tarot und allgemein Tarot. Dann die verschiedenen Karten wurden ein bisschen erklärt. Also allgemein zu den Karten für die Legung keltisches Kreuz. Ja, dann kam auch schon die Wintersommersonnenwende. Wintersonnenwende. Mensch. ja, da war ein Ritual angegeben. Das kann man mit 3, 9, 12, 18 oder 21 Personen machen. Ist sehr ausgeschmückt gewesen mit Ort, wie der Altar aussieht. Mit Musik. Und da kam unter anderem jetzt auch ein Spruch drin vor. Der heißt Eko Eko Asarak, Eko Eko Samelak, Eko Eko Kanain, Kanaina, Eko Eko Aradia. Ich kenne das aus einem japanischen Film. Allerdings, ja, ein bisschen anders mit Kernunos oder so. Weiß jemand ein bisschen genauer was darüber? Also Aradia ist ja eine Göttin. Und es steht ja hier auch beschrieben. Also großer Gott ist der andere. Was bedeutet das Eko Eko oder? Ja. Ich weiß es nicht so genau. Ja, jedenfalls, ja, ich habe mir das hier durchgelesen. Da kommen verschiedene Gottheiten oder die Namen von Wächtern des Nordens und Westens und so drin vor. Ich kann damit allerdings nichts groß anfangen. Teilweise schade. Ich habe es halt so gefeiert, wie ich sonst auch immer mache. Der 21. Dezember. Ja, die längste Nacht des Jahres. Einfach halt, ja, Wintersonnenwende. Ah, ich merke gerade, meine Stimme geht weiter weg. Ja, teilweise sind es schon interessante Sachen, aber es ist jetzt nicht so passend, wenn man jetzt alleine arbeitet. Und es steht jetzt auch nichts Genaueres zu diesem einen Teil hier, was das genau bedeutet. Es steht innerhalb in den Sprüchen drin, jetzt zum Beispiel, dass Aradia eine große Göttin ist. Ja, große Göttin Aradia, die Göttin des Lichts. Lucina und der große Gott Kamaina, wie auch immer, ich kann es nicht mal richtig aussprechen. Ja, in letzter Zeit sehr kurze Monate. Und mit dem Tarot bin ich auch noch nicht wirklich weitergekommen insgesamt. Ich habe mir das angeguckt, bisher habe ich mich mit der Thematik an sich noch nicht beschäftigt. Und bei den meisten Büchern auch immer ausgelassen zu lesen. Ja, auch das Tarot, Crawley Tarot. Das finde ich halt von den Bildern schön, von oh Gott, Lady Frieda Harris hat es ja gezeichnet. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte da schon mal was erzählt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich denke, Thema Divination fange ich vielleicht mit Pendeln an, mich mehr zu beschäftigen. Und mal schauen, ja. Ja, das war jetzt zu dem Monat nicht sehr viel. Ja, Tarot ist halt diese Legung einfach nur beschrieben gewesen.
wie man die macht. Und ja. Bis dann.